Ku barata. Gratis, Braschko. Grati. 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 Barata. Grati duaya. Maci. Quarpati duaya. Ura, Brasco Awasa, Grati Boa, Ursus Tugistar, Duaia Sapla, Tubata Riguanam, Parshua, Shaugas, Magis Guaris, Tausta, Ura Bauga, Habateris, Dagis Nawaika. Takar! O sustugistar, tanhe daha. Und auch hier kriegen wir eine weitere Mission hinzugefügt. Ezila-Heimat. Dieser Eingang führt zur Ezila-Heimat und Batari Sitz der Macht. Schwierigkeit sehr schwer. Besonderheit, du brauchst die Kraft eines Mammuts, um das Tor zu durchbrechen. Nur Tensai kann dich auf den Kampf mit Batari vorbereiten. Da werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Missionen bei ihm machen werden. Bis es dann wirklich soweit ist. Wow, auch hier wieder eine wahnsinnig schöne Cutscene. Ich finde die allgemein wunderschön gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Ja, genau. Dann bereiten wir uns erstmal vor und dann geht's los wirklich in den Kampf. Also es neigt sich jetzt wirklich langsam dem Ende entgegen, das kann man nicht anders sagen. Ah, diese Grafik ist einfach so wunderschön. Auch nach den ganzen Spielstunden sage ich immer noch jedes Mal, wie schön diese Lichteffekte, es macht immer so viel aus. Die Grafik an sich selber muss halt vielleicht gar nicht so wunderschön aussehen, aber Licht macht so, so viel aus und schaut euch mal diese Wahnsinnssonne an, das ist einfach atemberaubend. Tja, Freunde, jetzt können wir sowohl Batari als auch Ul töten. Ist auch ein bisschen komisch, ne, dass die davon ausgehen, dass diese noch getötet werden muss, wo wir eigentlich ihren Pfeil in ihren Hals gerammt haben. Auch gut. Aber es ist doch noch nebenbei so ein bisschen was zu tun. Das Abenteuer Dingens Oros ist da noch nicht ganz beendet. Ich schau mal kurz bei den Fähigkeiten. Okay, da haben wir gerade einen Fähigkeitspunkt. Das ist jetzt nicht so weiter von Belangen. Da stand, wir brauchen die Fähigkeit eines Mammuts, um die Tür zu durchbrechen. Jetzt ist die Frage, ist das ein spezieller Fähigkeitspunkt? Müssen wir da eine Mission machen? Oder eben, ich schau mal eben, was haben wir denn hier? Ich kann zähmen. Rothunde, seltene Rothunde, Wölfe, Weißwölfe, bababa. Leoparden, Jaguare, säbelzahntiger Braunbären. Und hier Höhlenbären, Dachse. So, das ist die Frage. Ne, wie gesagt, Kraft des Mammuts, um das Tor zu durchbrechen. Erlangen wir das in irgendeiner Mission durch Trance? Oder müssen wir, das habe ich eben gerade nachgeguckt, ein Tier zähmen und auf dem dann durchs Tor reiten? Sprich, ein Mammut. Vom Sinn her ganz logisch. Das Ding ist nur, ich habe, wie gesagt, bei den Fähigkeiten geguckt, es gibt hier keinen Mammut. Heißt das jetzt also, um mal auf die Karte zurückzukommen, ich hole wieder ganz weit aus, dass wir das Mammut hier, Blutzahnmammut, töten müssen, als auch zähmen müssen, um dann im Endeffekt in Bataris Reich einzudringen. Das wäre natürlich ein Riesenaufwand, und aber auch irgendwie ganz cool. Bin ich mal gespannt. Ich weiß es nicht. Man muss sich hier erstmal vorbereiten, das kommt wahrscheinlich dann eh alles noch. Meine Güte, ist hier viel los. Jetzt geht's aber erstmal gen Süden. Ich würde sagen, wir besuchen mal Ogi, den Denker. Und dazu werde ich mal, wie ihr seht, im Süden war ich jetzt auch noch gar nicht so viel. Werde ich mir mal hier die Schnellreise zu dem Lagerfeuer da machen. Da haben wir auch noch einen Außenposten. Und dann werden wir erstmal Ogi, den Denker, kennenlernen. So. Ich heile mich mal eben.
hat er hier eklige Geräusche gemacht? So, Entschuldigung, war kurz am Husten. Ich nehme mal ein paar Rohstoffe noch mit. Kann ja immer ein bisschen was gebrauchen. So. Hier, Grünblätter da auf alle Fälle noch ein bisschen was mitnehmen. Allerseits ist es schon cool, ne? Mit dem Belohnungslager, so also für die ganzen Speere, das alles so selber herzustellen, braucht man schon immer einiges. Aber jetzt so Grünblätter oder so muss man jetzt praktisch gar nicht mehr sammeln. Das gerät dann so ein bisschen in den Hintergrund. Was irgendwie schade ist. So, wir nehmen eine ganze Menge mit und laufen Richtung Süden. Wir haben es gerade nachts. Ich finde es bei Nacht immer so ein bisschen ätzend rumzulaufen. Aber okay. So. Eben, wie gesagt, vielleicht hört ihr es schon im Hintergrund wegen den Wölfen. So, und hier, wer die Mission gesehen hat, wegen den beiden. Wegen den beiden da, ne? Wer eine Mission gesehen hat, in der ich in der Höhle war, in der ich bei Ul gefangen war, der wird die Story, die ich dort erzählt habe, jetzt hier bildlich vor sich sehen. Denn Ul hat da irgendjemanden, ja, ich sag's mal ganz umgangssprachlich, gefickt. Und dann habe ich gesehen, habe ich erzählt, dass ich das auch mal gesehen habe von Venya. Die führen echt so ihr eigenes Leben. Also von Sexualleben bis ihr eigenes Hausbauen ist irgendwie alles dabei. Und das sind, glaube ich, die beiden, die ich da auch gesehen habe. Und man hört das schon an den Geräuschen, die, ja, ich will euch mal nicht weiter stören. So. Bitte? Was? Ja. Ja, okay. Warum die Entwickler das eingebaut haben, ich weiß es nicht. Klar, es gehört zum Leben dazu. Ah, ist das doch ein bisschen komisch. Kann man nicht anders sagen. Oh, was haben wir denn hier? Bist du ein Wollnashorn? Ich brauche noch dein Fell, um mir einen Speergürtel herzustellen. Eins noch. Du bist tot. Es tut mir leid. Kann ich nicht anders sagen. Oh, oh, Feuerattacker. Zack. Und Kopfschuss tot. So, jetzt brennt sie wieder alles ab. Schnell. Nimm es. Und ab ins Wasser. Oh, und ich sehe da ein Dreieck. Oh, was zum Sammeln. Aua. Oh, oh, fuck. So. Jetzt müsste es doch gehen. Wollen das von Haut. Yeah, Speergürtel maximal ausgebaut. Wunderbar, was wir schon maximal ausgebaut haben. Es fehlt eigentlich nur noch, muss man mal sagen, wirklich die Keule, der Speer an sich, dann Wurfsplittergürtel und Bombengürtel. Also so viel ist hier echt nicht mehr, Freunde. Das braucht man denn für einen Speer. Seltenes Südahorn und seltenen Südstein. Das kriegen wir da auch noch hin. Jetzt sind wir da gerade im Süden, Freunde. Wenn es weiter nichts ist. Kriegen wir gleich sogar seltenen Südstein dazu. Nein, zweimal und Feuerstein. Und das Dreiecksding ist über uns. Scheiße. Oh, ich brauche Hartholz. So. So, auf die Brücke hier. Oh, da brennt es ja noch. Ah ne, der Baum brennt. Okay. Da brennt der Baum! Ach, die Dinger waren es. Die waren aber so bescheuert. Weiß man nie, wie ich da rankommen soll. So, jetzt bin ich gestorben. Wie soll man denn da rankommen? Ah, ne, bestimmt mit dem Bogen zerschießen? Fragezeichen? Jetzt spawn ich wieder irgendwo um nirgendwo. Ach komm, lad doch mal ein bisschen schneller. Tü-tü-tü-tü-tü. Ich weiß gerade nicht, wie ich drauf gekommen bin. So, wo bin ich denn jetzt hier? Sag ich ja, irgendwo nirgendwo. Das Dingens. Ah, ist das so blöd. So blöd. Am besten jetzt mal nach der Schnellreise hier ein Lagerfeuer ausfindig machen. Um dann wirklich, falls wir irgendwie da nochmal verrecken sollten auf dem Weg zu ihm, dann das spawnen können. Ah, wir müssen da lang. Ach, ich bin eh in die falsche Richtung gelaufen. Who cares? Auch geil.
So, wie sieht's aus mit Rohstoffen? Mangelware. Hier irgendwas? Ja, jo, läuft. Boah, 4, Alter. Und 2 Tobsuchtbomben. Boah, hatte ich auch noch nie so viel an Bomben, die ich mitnehmen kann. So, hier sind noch eine Nebenmission. Das hier sind Steinkreis, die irgendwie auch total cool sind. Da ist ein Wolfsrudel. Die eine Mission ist ja direkt bei diesen Bestienmeister-Missionen. Da sind Wolfsrudel zu eliminieren, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. So, wer kommt mir da jetzt hinterher? Mr. Säbelzahn! So, geh mal nach Hause. Ja. Willst du denn eine von Latz? Willst du eine von Latz? Dann verschwinde. Wenn du keine von Latz willst. So, jetzt brennst du doch eh. Was hast du davon? Ja, jetzt brauchst du dich auch gar nicht hier vor Schmerz winden und wenden. Wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Das ist dein Problem. So, da sind Wölfe im Hintergrund, ich weiß. Deswegen bin ich halt nicht gerne nachts unterwegs, weil man eigentlich nur damit beschäftigt ist, irgendwie die ganzen Raubtiere vom Hals zu halten. Das ist halt immer so ein bisschen nervig. Ach krass, was ist denn hier? Feuersonnenkreis. Schon lange kein Ort mehr entdeckt. Wow. Boah, das sieht ja cool aus. Echt episch. Ah, da ist sogar Izina. Oh, fett mit der Keule ins Übergebraten. Mit Omas Bratpfanne hier. Ach, wie krass. Das sieht ja episch aus. Ich mag das so, diese mystischen Bauten. Man interpretiert dann halt sowas rein, warum die das gebaut haben könnten, was deren Begehr war, haben die da vielleicht was angebietet und so. Sowas finde ich mal total geil. Auch so Stonehenge und so. Weiß man ja bis heute nicht, wie die das erbaut haben. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und es wird langsam morgen. Ja, Wölfies, ihr geht mir auch auf den Sack. Seltene Südahorn. Yeah, das brauche ich auch. Oh, was flimmert dann da? Oh, was brennt dann da? Was hat er gesagt? Das ist bestimmt der Außenposten. Oh, da sind wieder Izila. Die sind hier halt im Süden, ist halt deren Heimat. Im Norden sind eher so die Udam. Ich möchte da jetzt nicht Teilhabe sein an diesem Konflikt, deswegen. Ja. Ah, oh, da ist irgendwo eine Höhle. Ihr seht, da ist das Hand und so weiter. Und die Rohstoffe sind im Menü verfügbar. Hey, hier runter sliden und nicht auf die Fresse packen, bitte. Danke. Und aus. Zack. So, hier ist wieder Südstein. Südahornstein, Dingensbums. Ihr wisst, was ich meine. Südahornstein, auch geil. Südsteinstaub, genau. So, da ist wieder eine Nebenmission. Schwimmen. Ist so anstrengend. Oh, so. Meine Güte, ist aber echt ein weiter Weg. Hier gibt's Affen. Nee. Jetzt fehlt mir Feuerstein. Oh, guten Hunger. Oh Gott, der arme Affe. Zack. So, Affenfell nehme ich mir mit. Gott, das arme Äffchen. Das arme Äffchen. Oh, hier sind wieder Izila. Stopp. Zack. Mich gerade ein Affe angegriffen? Nee. Dachte gerade. Da hinten sind Izila. So, und da geht's zu Orki. Das ist ein komischer Name. Oh, die ganzen Jaguar hier, ey, die geben auch mal so auf den Zeiger. Da ist er. Da wird er angezeigt. Ist jetzt wahrscheinlich auch nur so ein Nebenmissionsding, so halt wie bei Herc in Far Cry 4 und so und Far Cry 3. Aber der sieht doch genauso aus, halt so ein bestimmt so ein lustiger Typ. Und das wird eine ganz coole Nebenmission werden, denke ich mal. Die sich dann auch lohnt zu machen. Ich denke mal, sonst wäre da schon irgendwie eher aufgeführt worden, wenn man da irgendwie storymäßig was hätte mit dem machen sollen. Aber das ist ja eben nicht der Fall und von daher denke ich mal, das wird jetzt eine coole Mission für zwischendurch. So. Oh, schon wieder seltener Südstein. Na, das wird doch langsam.
kann ich mal eben schauen. Das Speerdingens hier. Seltener Südstein. Ein noch. Na, das geht doch jetzt hier wunderbar von der Hand. Die Keule können wir sogar auf die maximale Stufe jetzt bringen. Dann müssen wir jetzt noch zwei weitere seltene Südsteine sammeln. Das kriegen wir schon hin. Wenn wir die jetzt upgraden, kriegen wir einen Schaden mehr dazu. Zwei Haltbarkeit und zwei Geschick. Das machen wir doch. Oh, und jetzt sieht sie so aus. Fast noch genauso. Bloß nicht mehr so blau. Oh, die sieht jetzt aber schon ordentlich fett aus. Ich finde, dieser Speer ist auch so mies mit diesen Widerhaken. Ey, wenn der irgendwo drin steckt, du den rausziehst, dann reißt dir alles auf. So, da ist ein Lagerfeuer. Ihr seht es auf der Karte. Da gehe ich jetzt erstmal in... Oh, Niagara-Fälle hier oder was? Lagerfeuer entdeckt. So, da können wir dann nämlich auch spawnen. Boah, dieses Spiel, diese Landschaft. Ja, boah, da komme ich wieder ganz glatt ins Schwärmen. Diese Landschaft einfach sich so auszudenken und das alles so zu designen und dann auch das wirklich so gut hinzukriegen und dann auch so authentisch immer so zu machen und in eine Atmosphäre zu verpacken, die ihresgleichen sucht, das hat irgendwie immer die Far Cry Serie ausgezeichnet und gerade besonders hier wunderbar einfach, das ist einfach optisch, nicht nur optisch, aber auch gerade optisch ein wirklich unfassbar geiles Spiel. So, hier ist ein Greifhaken, den habe ich gesucht, damit ich hier den Felsen hochklettern kann. Man sieht auch schon den nächsten Punkt, an dem ich mich hangeln kann. Na los, ist anstrengend, ich weiß, Tacker, aber das schaffen wir schon. Oh, so. Puh, jetzt sind wir oben. Da muss ich hin. So. Den Wegpunkt kann ich hier mal gerade getrost weglassen. Und mal eben speichern.